dass ihr wieder hier seid. Herzlich willkommen zur zweiten Zentralveranstaltung hier beim Freundestag 2024. Richtig gut, dass ihr wieder alle am Start seid. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet eine richtig gute Mittagspause oder habt noch bei dem einen oder anderen Programmpunkt vorbeigeschaut. Ich hoffe, ihr habt auch alle euer Puzzleteil noch. Das war ja eure Aufgabe aus der ersten Zentralveranstaltung. Es zeigt einfach nochmal, dass es gut ist, dass wir jetzt hier alle nochmal zusammenkommen. Wir konnten sicherlich individuell connecten, individuell in Kulturen eintauchen, Gespräche führen, was auch immer ihr gemacht habt, wie auch immer ihr die Mittagspause genutzt habt. Aber jetzt wollen wir nochmal zusammenkommen, uns fokussieren, unseren Blick richten auf Mission morgen. Und auch herzlich willkommen an all diejenigen, die jetzt vielleicht zur Mittagspause oder in der Mittagszeit neu dazugekommen seid. Wenn ihr noch kein Puzzlestück habt, dann kommt ihr einfach nach vorne. Hier bekommt ihr noch ein Puzzleteil von uns geschenkt. Und wir starten auch direkt rein. Wir zoomen wieder auf einen neuen Kontinent. Wir haben Roland Werner heute Morgen schon kennengelernt. Er ist Deutscher, er kommt aus Europa. Und entsprechend schauen wir jetzt auch in ein Projekt aus Europa rein. Film ab. Mein Name ist Piero Scarfalotto und ich bin Leiter des Kairos-Projektes in Haiger, Mittelhessen. Wir sind eine interkulturelle Gemeinde, eine Kirche mit Menschen aus aller Welt. Und ich sage immer, was hätte es denn früher bedeutet, Menschen aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Irak, aus Eritrea, aus Nigeria und so weiter mit dem Evangelium zu erreichen. Und heute leben diese Menschen vor unserer Haustür. Deutschland ist, das wissen wir, Missionsland geworden. Das bringt eine große Verantwortung mit sich. Und gleichzeitig ist es eine große Chance, eine offene Tür, die Gott uns da aktuell schenkt. Und wir hatten deswegen vor einigen Jahren mit Aufkommen der sogenannten Flüchtlingskrise mit kompetenten Menschen hier der Allianzmission und vom Bund Frei Evangelischer Gemeinden überlegt, wie muss denn eine Gemeinde aussehen, die Kultur- und Sprachbarrieren überwindet, wo internationale Menschen hier in Deutschland mit dem Evangelium erreicht werden und ihnen eine geistliche Heimat geboten wird. Wie muss eine Gemeinde aussehen, wo Einheimische und Migranten gemeinsam Gott loben und so einen Vorgeschmack geben auf den Himmel, wo wir eines Tages mal mit Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen gemeinsam vor Gottes Thron stehen und ihn anbeten werden. In 2017 haben wir genau dafür das Kairos-Projekt gegründet. Und es ist toll, was wir seitdem erleben dürfen und auch was wir seitdem lernen durften. Und auch in München hat Ralf Wiegand und Team Kairos München gegründet. Patrick Altenfeld und Team sind gerade dabei, in Duisburg, Kairos Duisburg zu gründen. Und die Vision von Bund FEG und Allianz Mission für weitere interkulturelle Gemeinden in Deutschland ist groß. Damit mehr Menschen aus aller Welt hier bei uns ein Leben mit Jesus beginnen und Teil von Gottes internationaler Familie werden. Und ich glaube wirklich, dass da gerade ein neues Kapitel von Gottes Missionsgeschichte in Deutschland und Europa beginnt. Und es ist ein Privileg, dass wir gemeinsam ein Teil davon sein dürfen. Im Kairos-Projekt haben wir viel versucht, Kontakte zu Asylbewerbern aufzubauen, die neu nach Haiger gekommen sind. Anfangs besuchten wir häufig die Gemeinschaftsunterkünfte und standen meist in der Küche, da dies der einzige Raum war, um sich zu treffen. Diese Besuche waren nicht besonders effektiv und eher unbefriedigend. Letztes Jahr eröffneten wir dann ein Begegnungscafé. Mit Flyern und viel Mund-zu-Mund-Propaganda haben wir die Migranten eingeladen. Manchmal kamen nur 6 Personen, an anderen Tagen waren es 20, 40 und sogar 60. Unser Ziel war es, im Begegnungscafé nicht nur Kaffee und Snacks anzubieten, sondern den Migranten als Mensch zu begegnen, sie willkommen zu heißen, ihnen Gesprächsmöglichkeiten geben, ihnen die Chance geben, Deutsch zu sprechen. Aber manchmal war es einfach auch nur ein Kartenspiel, was ihnen gut tat. Durch diese Aktivitäten entwickelten sich Vertrauen, gute Beziehungen und sogar Freundschaften. Und auf dieser Basis konnten wir sie dann auch in das Kairos-Projekt einladen, was sie gerne angenommen haben. Ja.
Es geht Schlag auf Schlag und wir starten durch direkt mit Roland Werner. Roland, total cool, dass du da bist. Wir geben dir nochmal einen herzlichen Ebersbach-Applaus. Yes. Roland, du warst die Woche noch in London, jetzt von Marburg nach Ebersbach. Was hast du in London gemacht? Ich war Teil einer Konferenz, wo es darum ging, wie wir unerreichte Volksgruppen vor allen Dingen im Nahen Osten erreichen können. Sehr, sehr cool. Wir freuen uns auf deine Predigt und ich möchte gerne beten. Herr Jesus Christus, wir sind jetzt hier und du beschenkst uns durch dein Wort. Du hast durch dein Wort hindurch über alle Jahrhunderte deine Gemeinde, deine Kirche, deine Kinder ermutigt, hast Glauben geweckt, Glauben gestärkt, hast Leute gerufen, in eine neue Berufung hineinzugehen. Und deshalb beten wir auch jetzt, heute Nachmittag von dir, dass dein Wort bei uns ankommt, dass es du es uns übersetzt durch deinen Heiligen Geist, so wie wir es jetzt brauchen. Und dazu segne Roland. Amen. Amen. Die Bibel sagt, dass aus zweier Zeugen Mund jedes Wort befestigt werden soll. Nachdem Bruder Oskar Murillo heute Morgen der erste Zeuge war, bin ich der zweite Zeuge. Und ich will eigentlich nur dasselbe sagen, nur noch mit anderen Worten, weil Mission für morgen, das ist ja unser Thema, wird es morgen Mission notwendig sein? Wird morgen Mission notwendig sein? Die Antwort ist ja. Werden wir morgen Teile der Mission sein? Die Antwort ist auch ja. Mission heißt ja nichts anderes als Sendung. Ein Missionar ist ein Gesandter, ist ein Botschafter. John R. Mott, der große Evangelist, er hat die Weltmissionskonferenz in Kapstadt Edinburgh 1910 zusammengerufen. Ein großer Beweger, er hat vor allen Dingen für seinen Einsatz für die Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg den Friedensnobelpreis bekommen. Er wurde einmal von dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt gefragt, ob er nicht der Gesandte, der Botschafter der USA in China werden könnte. Und er sagt, nein, ich bin Botschafter eines größeren Reiches, nämlich des Reiches Gottes. Und ich bin ein Gesandter eines größeren Königs, als es der Präsident der USA je sein wird, nämlich Jesus. Und das ist diese Repräsentation, die wir auch alle haben, die er uns zuspricht. Das ist das Selbstbewusstsein, mit dem wir auftreten können. Die Sendung, die Gott uns anvertraut, ist eine Ehre. Wir dürfen Teil der Mission Gottes sein. Es ist eine Würde, manchmal auch eine Bürde, aber zunächst einmal eine Würde und eine Ehre. Denn wir sind von Jesus selbst gesandt. Von dem, der zu Recht gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Geht hin zu den Völkern. Was für ein Auftrag, was für eine Beauftragung, was für eine Ehre. Wir sind von Jesus selbst gesandt. Er macht uns zu seinen Botschaftern. Johannes 20, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Apostelgeschichte 1, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist unschlagbar. Der Auftrag der Mission ist eine hohe Auszeichnung. Wir dürfen Teil der Mission Gottes sein. Wir müssen es nicht. Natürlich können wir auch mit verschränkten Armen hinter dem Ofen sitzen bleiben. Oder wir können wie Jona wegrennen vor dem Auftrag Gottes. Lass uns das nie tun, dass wir das Wort Mission in die Schmuddelecke stellen. Das Wort Mission ist ein wunderschönes Wort, weil es etwas widerspiegelt von dem, was Gott auf dem Herzen ist. Anteil zu haben an der Mission Gottes ist eine Ehre, denn sie entspricht dem Wesen Gottes. Wie mich der Vater gesandt hat, sagt Jesus, so sende ich euch. Wie hat denn der Vater Jesus gesandt? Er hat ihn gesandt aus Liebe. Er hat ihn gesandt aus Barmherzigkeit, aus Anteilnahme. Wie hat der Vater Jesus gesandt? Voller Güte, voller Gnade, voller Kraft, im Gehorsam. Und so gründet Mission in Gott selbst, in seinen großen Taten. Wir sind Teil dieser großen Geschichte, dessen, was wir Heilsgeschichte nennen. Die heilsame Geschichte Gottes, die rettende Geschichte Gottes mit den Menschen.
Mission gründet im Wesen Gottes, in seinem Herzen. Sie gründet in dem Kommen von Jesus, weil er uns selbst diesen Auftrag der Mission gibt. Er, der gekreuzigte und auferstandene Herr. Also, Mission ist positiv. Mission ist etwas Schönes. Sollen wir das mal zusammen sagen? Mission ist etwas Schönes. Sagen wir das mal? Mission ist etwas Schönes. Halleluja. Als Nachfolger von Jesus haben wir ja drei Hauptaufträge in der Bibel. Das eine ist der Schöpfungsauftrag. Wir sollen die Schöpfung gestalten, bewahren, entwickeln. Dazu müsste man und könnte man jetzt sehr viel sagen. Wir haben auch einen Gemeinschaftsauftrag, nämlich einander zu lieben, miteinander verbunden zu sein, die Lasten des anderen zu tragen, gemeinsam Jesus zu feiern in unserer Mitte, einander zu dienen. Der Schöpfungsauftrag, der Gemeinschaftsauftrag und der Sendungsauftrag, Botschafter zu sein mit unserem Leben als Gesandte in Wort und in Tat. Und das galt gestern, das gilt heute, das gilt auch für morgen. Und wichtig ist, dass wir verstehen, Mission ist nicht nur etwas für die vollzeitlichen oder man kann auch sagen freigesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sondern Mission, das sind wir alle. Es gehört in unseren Alltag, weil wir jederzeit Gesandte sind, jederzeit Repräsentanten, jederzeit Botschafter Jesu, jeder Christ ein Missionar. Das kann man als Stress hören. Oh, ich muss Missionar sein. So ist aber gar nicht gemeint. Es ist eine Würde, die wir haben. Es ist eine Würde, die du hast. Du bist ein Gesandter, du bist eine Gesandte. Und es zeigt auch die Möglichkeit, die wir haben im Alltag. Es zeigt auch etwas über unsere Bedeutung. Denn nur wenn wir gemeinsam uns hineinstellen in diese Mission Gottes, wenn wir dieses Puzzleteil nehmen, das wir jetzt sind, und das hineinfügen in das gesamte Bild, nur dann kann es gelingen. Denn wir sind ja Glieder am Leib und das hat Bruder Oskar Murillo heute Morgen ja so wunderbar ausgeführt. Jesus sagt ja auch nicht, ich sende dich, sondern er sagt, ich sende euch. Das ist ein Plural, die Mehrzahl. Ihr werdet meine Zeugen sein. Auch hier der Plural. Es ist ein gemeinschaftlicher Auftrag. Das entlastet. Niemand muss alles tun. Es ist gut, wenn dein Herz so groß ist, dass du viele Nöte siehst. Es ist gut, wenn du siehst, da müsste man was tun und da müsste doch jemand hingehen. Und da, das ist gut. Das ist ein großes Herz. Du wirst nicht alles erfüllen können. Du kannst für alles beten. Kannst dann beten, dass Gott den oder diejenige aufweckt und befähigt und dahin sendet, dass dann diese Person ihr Teil des Puzzles an dieser Stelle in das große Ganze einfügen kann. Niemand muss alles tun, aber jeder kann etwas tun. Und das ist doch so wichtig. Wir, die wir hier sind, wenn jeder und jede das tut, morgen und übermorgen, was uns Gott zeigt, ganz entspannt in unserem Alltag, dann werden wir Teil dieser Mission für morgen, dieser Mission Gottes. Ich habe drei Vorschläge mitgebracht, damit ihr euch das ein bisschen merken könnt. Vielleicht kann man sich merken. Ich habe ja mal gehört, eine Predigt ist dann gut, wenn man 2 Stunden später noch weiß, worüber der Prediger gesprochen hat oder die Predigerin. Noch besser ist die Predigt, wenn ich selbst weiß, was ich gesagt habe vor 2 Stunden. Auch das ist nicht immer gewährleistet. Also 3 Dinge, die ich euch mitgebracht habe. 3 Vorschläge für unser Thema Mission für morgen. Und all das ist, wie ich schon sagte, letztlich nicht anderes als ein Echo, deswegen, was wir heute auch schon von unserem afrikanischen Bruder gehört haben. Das erste ist gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Dass wir als Hauptredner hier einen Bruder aus Afrika haben, zeigt das doch schon ganz zentral. Wir brauchen einander.
aus Ost und West, aus Nord und Süd, wir gehören zusammen am Tisch des Herrn. Wir sind Teil einer großen, weltweiten, vernetzten Familie. Mission ist längst keine Einbahnstraße, auch damit haben wir uns heute schon vielfach beschäftigt. Sondern Gott hat an vielen Stellen in dieser Welt sein Licht angezündet, damit Menschen den Weg zum Vater finden. Und gerade in Afrika brennen sie hell. Und auch das haben wir auch heute Morgen schon gehört, dass das Zentrum der Christenheit heute im globalen Süden liegt. Nicht länger bei uns. Aber es ist auch noch bei uns Licht da. Aber wir wollen uns neu entzünden an dem Licht, was in Afrika brennt und in Asien und Lateinamerika. Wir wollen Anteil haben. Wir wollen so wie der mazedonische Mann, der Paulus erschien im Traum, rufen, kommt herüber und hilft uns. Helft uns, unsere afrikanischen Geschwister. Helft uns, unsere asiatischen Geschwister. Helft uns, ihr, die ihr aus Südamerika kommt. Wir brauchen euch hier in Europa gemeinsam. Und das geht, das gilt nicht nur für Sonderprogramme einer Missionsgesellschaft. Ich bin froh, dass Missionsgesellschaften da vorangehen. Aber das brauchen wir bis in die Gemeinden hinein, weil wir in den Gemeinden erst dann wirklich unseren Auftrag auch vor Ort erfüllen können, wenn wir das auch in diesem Sinne gemeinsam machen. Männer und Frauen gemeinsam, Menschen aus anderen Ländern und Menschen aus diesem Land gemeinsam. Und dann haben wir aber auch einen Beitrag, auch immer noch weltweit, und das ist gut, dass auch in der Allianzmission Menschen noch ausgesandt werden in andere Länder. Denn auch unser deutscher Beitrag ist wertvoll, aber es ist wichtig, mit Augenmaß dahin zu gehen und zu fragen, was ist es? Dankeschön, ihr erbarmt euch immer über meine schlechte Stimme, damit erbarmt ihr euch aber über die Zuhörer mehr als über mich, weil ihr müsst ja meine Stimme hören. Vielen, vielen Dank. Wir müssen also fragen, was unser deutscher Beitrag sein kann, wenn wir woanders hingehen. Was ist das in dem Großen und Ganzen, was wir einbringen können? Und da ist auch Raum für uns, dass wir unsere besonderen Gaben einbringen, dass wir das vielleicht dazulegen, aber wir müssen fragen, wo wollt ihr uns eigentlich haben? Wir sind bereit zu kommen, aber bitte sagt uns, was wir tun sollen. Und nicht so tun, dass wir, als ob wir irgendwo hinkommen und da wäre noch Gott noch längst nicht am Werk und da gäbe es keine einheimische Kirche. Es gibt auch Teile in der Welt, wo es gar keine einheimischen Christen gibt, jedenfalls soweit wir sie wahrnehmen. Aber normalerweise geschieht heute Mission im Miteinander. Und da dürfen wir auch etwas einbringen. Aber wir müssen auch bereit sein, unter einheimischer Leitung zu arbeiten. Das fällt uns vielleicht auch nicht immer so leicht. Das Zweite, gemeinsam, auch vor Ort. Wir haben in Marburg so eine kleine internationale Gemeinschaft, die sich sonntags nachmittags trifft. Und wir sind so Afrikaner, Deutsche, ein paar Brasilianer zusammen. Das ist großartig. Und ich habe heute vorhin schon irgendwo gesagt, ich glaube hier im Talk, wir können von Afrikanern wirklich was lernen, weil jedes Mal, wenn wir uns zusammenbringen, was bringen die Afrikaner immer mit, was wir Deutschen ganz oft vergessen, obwohl wir es eigentlich abgesprochen haben? Etwas zu essen. Das ist großartig, ja? Weil wir Deutschen, wir denken, okay, für mich, ich gehe da jetzt hin für mich. Aber ich lerne von unseren afrikanischen Geschwistern gleich von Anfang dieses Wir. Bis hinein in das ganz Praktische. Hey, ich habe was für alle jetzt heute gebacken und ich lerne da gerade ganz spannende afrikanische Speisen kennen. Bin ich sehr dankbar für. Also gemeinsam, mein erster Punkt, das zweite ist vertrauensvoll. Gemeinsam vertrauensvoll. Warum? Weil Gott selbst in der Mission unterwegs ist. Und da hat mir eigentlich auch vorhin schon in dem Talk gerade Pastor Oskar einen Satz vorweggenommen, den ich mir hier auch aufgeschrieben habe. Er hat das gesagt, ohne dass er wusste, dass das hier bei mir auch steht. Nämlich, wenn wir mit unserer Kraft am Ende sind, ist Gott noch längst nicht am Ende. Weil der eigentliche Missionar ist Jesus selbst. Der eigentliche Missionar ist der Heilige Geist. Ich erinnere mich, ich war in einer nordsudanesischen Stadt, kleine Kleinstadt, regionale Hauptstadt Dongola, und ich hatte an dem Tag Malaria, schon einige Jahre her, und ich
am nächsten Tag wollten wir dann von da abreisen über Khartoum, die Hauptstadt, dann wieder zurück nach Deutschland, nach etwa 2 Monaten dort. Ich laufe über den Markt, ein junger Mann sagt zu mir, ich muss unbedingt mit dir reden. Ich sage, du, ich bin so kaputt, ich habe Malaria, ich habe jetzt gerade nur noch schnell einen Abschiedsbesuch gemacht, weil morgen fliege ich weg und ich kann nicht. Sagt er, doch, ja, du musst. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kommen sie um 6 Uhr, 6.30 Uhr. Halbe Stunde mehr Kraft habe ich nicht wegen der Malaria. Und dann sagte er, kam er und sagte, er hat einen Traum gehabt. Und in diesem Traum hat er eine weiß gekleidete Gestalt gesehen und die hat zu ihm gesagt, wenn du die Wahrheit suchst, musst du die Christen fragen. Das war der ganze Traum. Und dann sagte er, du bist doch Christ, du bist doch Weißer, also bist du doch Christ. Was ist die Wahrheit? Ich habe geträumt, ich soll dich fragen. Dann habe ich gesagt, okay. Habe ich versucht, eben von Adam bis Offenbarung alles in kürzester Zeit auf Arabisch zu sagen. Und habe ihm noch ein neues Testament gegeben. Und dann ging er und ich habe mich wieder hingelegt und versucht, die Malaria auszukurieren. Und dann hinterher habe ich gedacht, war das jetzt nur so ein Malaria-Traum oder war das echt eigentlich? Und dann, ein paar Jahre später war ich wieder dort. Auf einmal läuft er mir über den Weg und ich sage, ach, bist du hier? Sagt er, ja, ich wohne eigentlich jetzt in Italien, aber ich habe die Bibel gelesen, die du mir gegeben hast. Ich bin zum Glauben an Jesus gekommen und ich bin jetzt hier nur ganz kurz zu Besuch. Und das war, als ob Gott mir sagen wollte, Herr Roland, ich arrangiere das schon, entspann dich mal, ja? Auch diese unerreichte Volksgruppe, wo du denkst, da passiert nichts, jedenfalls wir sehen es nicht, da bin ich schon längst unterwegs. Und wir kennen ja solche Geschichten, ich könnte jetzt auch aus eigener Erfahrung, wenn die Zeit es erlaubte, sie erlaubt es aber nicht, noch viele solche und ähnliche Geschichten erzählen. Für mich übrigens einer der größten Gottesbeweise. Wie kommt es, dass Muslime, die in Bereichen leben, wo überhaupt keine Gemeinden sind, wo sie noch nie was gehört haben von Jesus, Jesus, von Jesus träumen? So wie ein anderer, der zu mir sagt, er hatte einen Traum gehabt und da sagt Jesus zu ihm, diese Person zu ihm, Ana huwa al-qiyama wal hayat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ein Zitat aus dem Johannesevangelium. Ja, wo hat er das her? Wo kommt das her? Ja, das kommt daher, dass Gott schon längst unterwegs ist in der Welt als der größte Missionar und deswegen dürfen wir auch vertrauensvoll nach vorne gehen. Wir sind nicht die Pioniere, sondern er ist der Pionier. Und da ist Gebet der Schlüssel, weil Gott bindet auf eine für uns kaum verständliche Weise sein Wirken, auch an unser Gebet. Er kann auch ohne uns, aber er nimmt uns mit hinein. Beten ist Anteil haben an Gottes Weltregierung, das hat einmal Hermann Betzel gesagt. Vertrauensvoll das Zweite und drittens mutig. Gemeinsam vertrauensvoll mutig. GMV, vielleicht könnt ihr euch das merken, GMV. Wie, das fängt schon da an, dass wir uns als Christen zu erkennen geben in unserem Arbeitsplatz. Wir haben das schon manchmal bei uns in Marburg erlebt, dass in den Sonntagsgottesdiensten in der Pfarrkirche, da haben sich Leute getroffen und sagten, ach, du bist auch hier. Das war dann ein Arzt und eine Krankenschwester, die haben schon miteinander 43 Blinddärme operiert, wussten aber nicht voneinander, dass sie Christen waren. Ja? Das bestgehütetste Geheimnis deines Lebens. Du bist Christ, ja? Sag's nur niemandem, ja? Es gibt Leute, die auch hier in diesem hessischen Hinterland, da hat mir einer, ein Türke, gesagt, ich bin in meinem Leben noch nie einem Christen begegnet. Wie kommt das? Der arbeitete in einer Firma, wo umgeben waren von Christen. Aber die haben alle, keiner hat versucht, ihn zu bekehren. Er hat gesagt, ja, keiner hat versucht, mich zu bekehren. Also gibt es ja keine Christen. Ne? Die Muslime nehmen uns erst dann ernst, wenn sie merken, dass wir wirklich unseren Glauben auch mit ihnen teilen wollen. Ja, da können sie immer noch Nein sagen. Ja, aber wenn wir da so stickum sind, wie wir im Ruhrgebiet sagen, wenn wir das alles so heimlich halten, dann werden die Menschen das nicht erfahren. Mutig sein. Mutig werden, warum? Weil die Menschen auf der Suche sind. Mutig sein und bereit, auch Nachteile auf uns zu nehmen. Mutig heißt auch, kreativ zu sein. Mutig sein heißt, ganz natürlich die Gelegenheiten zu nehmen. Ich erinnere mich, und das ist jetzt mein letztes Beispiel, ich war vor einigen Jahren, fuhr ich im Auto, es kommt ja manchmal vor im Leben so, und musste irgendwo tanken und da war diese Dame an der Tankstelle, die war so besonders nett, so normalerweise kann ich auch verstehen, wenn die da von morgens bis abends abkassieren, nicht unbedingt. Und ich dachte, als ich wieder ins Auto stieg, dachte ich, die war so nett, der müsstest du eigentlich was schenken.
Jetzt hatte ich ein kleines Weihnachtsbüchlein, was ich mal geschrieben hatte, zufälligerweise im Auto dabei. Habe gedacht, steh auf, geh nochmal aus dem Auto raus. Es war kalt, es war kurz vor Weihnachten. Ich gehe hin, schenke ihr das Buch. Habe ich gesagt, wissen Sie, die waren so nett. Ich habe hier ein kleines Büchlein über die Bedeutung von Weihnachten geschrieben. Möchte ich Ihnen geben. Ach, vielen Dank. Okay, ganz kleine Sache. 3 Jahre später sind wir in einer Kurklinik, nicht weit von dort. Und die Dame, die uns da bedient, sagt, ich kenne Sie. Sie haben mir damals mal ein Buch geschenkt. Das habe ich mir ganz oft wieder bestellt und allen meinen Freundinnen weitergegeben. Ja? So eine kleine Sache, eine ganz kleine Sache, ein Impuls. Gib ihr mal ein Büchlein und da passiert dann mehr draus. Also gemeinsam, vertrauensvoll, mutig. GVM. Es geht noch viel mehr. Gemeinsam, vertrauensvoll, mutig. Es geht noch viel mehr. Mission für morgen. Mission ist also noch nicht am Ende. Gott ist im 21. Jahrhundert unterwegs und er sucht Leute wie dich und mich, die sich von ihm senden lassen. Und zwar vor Ort, im Alltag, mit einem offenen Herzen und mit offenen Augen und offenen Ohren. Und dann vielleicht auch, dass er heute eine Berufung ausspricht für deinen Dienst, eine Berufung, dass du vielleicht auch aufbrichst in eine andere Kultur, in ein anderes Land. Wir haben diese Karten überall auf den Plätzen, nimm sie doch mal in die Hand. Und da steht, dass du einmal darüber nachdenkst, wo kann ich Teil der weltweiten Bewegung Gottes werden? Wo hat Gott dich heute vielleicht angesprochen? Vielleicht auf mehreren Dingen, aber wenn du es umdrehst, dann siehst du, da steht bewegt zu beten, bewegt zu gehen, bewegt zu geben, bewegt zu bewegen. Und wir alle haben solche kleinen Puzzleteile bekommen. Und vielleicht, ich bin technisch nicht sehr begabt, wenn ich irgendwo ein Problem habe technisch, dann rufe ich immer meine Frau. Die kann das dann. Aber ich kann das doch, hier schaffe ich. Und das kannst du vielleicht dann an die richtige Stelle kleben. Ich habe es jetzt völlig falsch geklebt, wo Gott dich vielleicht gerade bewegt hat. Denk drüber nach. Du kannst auch diesen QR-Code da mal einscannen und da weiterschauen. Da ist viel Interessantes zu finden über das, was Gott in dieser Welt macht. Ich bete, Herr, wir danken dir, dass du uns berufst und bewegst als Teil deiner weltweiten Sendung. Du hast uns so viel Ehre erwiesen, dass wir deine Mitarbeiter, deine Gesandten, deine Botschafter sein dürfen. Danke dafür. Öffne uns die Augen und die Herzen für die Menschen um uns herum, dass wir sie sehen mit den Augen, wie du sie siehst. Und hilf uns, Herr, dass wir gemeinsam und vertrauensvoll und mutig vorangehen in deine Mission des Morgens, weil du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Gemeinsam eine Zeit nehmen des Lobpreises, um das zu vertiefen, was wir heute und eben gerade von Roland gehört haben. Denn du bist der Höchste, oh Herr, über alle Erde. Du bist erhoben über alle Yeah.
Du bist der Höchste, o Herr, über alle Erde. Du bist erhoben, ja, über alle Götter. Du bist der Höchste. Du bist der Höchste. Lass uns gemeinsam singen, er ist hier im Raum. Persönlich sagt, ich erhebe dich. Und ich erhebe dich. Ich erhebe dich. Und ich erhebe. Singst zu deinem König, Jesus. Und ich erhebe dich. Du mein Herr. Du mein Herr. Singst ihm noch einmal zu, ich erhebe dich. Ich erhebe. Was auch immer du willst,
was auch immer du willst sein. Ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst sein. Tu was auch immer du willst sein. Vor dir leg ich alles, was mich quält und was ich will. Alles und leiten will und an die Hand nehmen möchte. Jesus, wir halten uns an dir fest und ich danke dir, dass du vorangehst, dass du schon unterwegs bist, Jesus. Danke, dass wir mit dir gehen dürfen. Wir wollen dir folgen mit allem, was wir sind, Herr, mit allem, was wir sind und haben. Danke, dass du unser Licht bist, dass du Wahrheit bist auf unserem Weg, dass du selbst der Weg bist. Jesus.
worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. Never stop, never stop working. Yeah, yes.
Jesus, wir beten dich an. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Du bist größer als alles, was wir denken können. Und du bist der Herr dieser Welt und zugleich der Herr unseres Lebens. Herr, wir wollen mutig sein, vertrauensvoll. Und wir wissen zugleich, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und du weißt, wo wir unser Puzzleteil vielleicht hingeklebt haben. Vielleicht so mit Emotionen, vielleicht auch irgendwie nur so aus Verstand. Aber segne den Schritt, den wir dir gegeben haben, auch ausgedrückt haben, indem wir ein Puzzleteil, das Puzzleteil an einen bestimmten Ort geklebt haben, geben, gehen, was auch immer das ist. Danke. Wir loben dich. Amen. Ich danke euch. Es ist großartig, diesen Tag auch mit euch zusammen zu erleben. Könige und Priester mit einem bunt gemischten Team zusätzlich verstärkt. Herzlichen Dank euch. Wir haben jetzt tolle Leute hier auf der Bühne, die alle in irgendeiner Form eine Geschichte mit der Allianzmission hatten und auch weiterhin haben, aber in einer anderen Form. Kommt doch gerne zu mir nach vorne. Wir wollen jetzt in einem Teil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verabschieden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter segnen und senden für ihren Dienst. Und ich finde das immer auch ein besonderes Momentum auf dem Freundestag, weil etwas spürbar wird, auch von Gottes Geschichte mit Menschen, jedenfalls so ein ganz klein wenig davon. Und es ist wirklich großartig, euch alle hier zu haben, zusammen mit Jochen, der mich unterstützt. Gemeinsam, vertrauensvoll und mutig neben dem Chef. Ne? Roland, wir haben es schon drauf. Merkst du das? Ja, also GMV und so. Ja, genau. Super. Jutta, ich starte mit dir. Ich habe heute Morgen schon meinen Vorstandsbericht mit dir begonnen, eine kleine Hommage an die Legende Jutta Lauber. Ja? Yes! Jutta, ich weiß, das ist jetzt nicht deine Lieblingsübung, hier vorne zu stehen, aber gemeinsam schaffen wir das. Seit 38 Jahren bist du im Büro der Allianzmission. Das ist wirklich großartig. Ja, also. Jutta, was hat dir in deiner Arbeit in den 38 Jahren am meisten Freude gemacht? Wahrscheinlich der Umgang mit den Menschen. Genau, das ist eigentlich das, was bei mir so am meisten hängen bleibt. Und das hat mir Spaß gemacht. Und da konnte ich vielleicht etwas von diesem Puzzleteil auch dann sein. Und ja, das geht ja auch mit einem, weil es sind ja auch viele freundschaftliche Kontakte auch entstanden. Ja, das hat mich geprägt und genau. Und das bleibt auch. Ja, und du wirst uns immer willkommen sein im AM-Büro, dann auch ohne Arbeit, ohne Verpflichtung. Und wir bringen dir auch jederzeit einen Espresso, wenn du das möchtest. Oh, das, ja? Das will ich mal erleben. Ja, machen wir so. Ja, sehr cool. Ihr lieben Peachmans. Vor 10 Jahren seid ihr auf die Philippinen ausgereist. 10 Jahre Philippinen, also mal eben Applaus hier, 10 Jahre Mission. Das ist schon echt cool. Und jetzt habt ihr mit Gott gerungen, gebetet, geprüft und habt den Mut gewonnen, ihm an eine neue Platzanweisung zu gehen. Ich denke weiter als Missionare, aber eben an einen neuen Ort hier in Deutschland. Und ich stelle mir das gar nicht so einfach vor und würde gerne wissen, so, was macht euch Mut jetzt in dieser Übergangsphase? Ja, wir haben gesehen, das ist wirklich ganz klare Leitung von Gott und wir sind ganz, ganz begeistert, wie er das alles gemacht und auch mit Allianzmission mit uns in diesen Weg gegangen. Und deswegen, das macht uns Mut, weil wir wissen, das ist Gottes klare Berufung und das macht uns Mut, weil wir wissen, wir sind in Gottes Willen und wir freuen uns. Natürlich, wir
ein bisschen auch traurig, aber wir sind nur in der Nähe. Super. Und ihr kommt jetzt von diesen Jahren auf den Philippinen. Hat Gott euch so irgendwas jetzt, ihr geht ja in den Gemeindedienst, für die Christen hier in Deutschland mitgegeben, so ein Stückchen Herzensbotschaft? Ja, wir haben auf den Philippinen eben im Slum gearbeitet, hauptsächlich mit armen Leuten, und das Leben ist wirklich hart dort. Also es herrscht immer Mangel an Essen, an Geld, an Gesundheitsversorgung. Und das aber zu erleben im Slum, dass die Leute eben dort in den Gemeinden am Glauben festhalten und so begeistert und lebensfroh sind in allen Umständen, das haben wir wirklich gelernt und hat uns begeistert. Und das wünschen wir uns für Deutschland, dass eben die Menschen auch diese Hoffnung, diesen Glauben haben in allen Umständen. Und da hoffen wir so ein bisschen eben auch, das wecken oder weiter wachsen lassen zu dürfen, in Deutschland eben dran zu bleiben und zu merken, wie gut Gott das mit uns meint. Das, was für eine coole Botschaft. Ja. Cool, vielen Dank. Michael. Michael Strupp mit deiner Frau Christiana heute auch hier. Schön, dass du hier bist. Du warst in deinem Leben auch verschiedentlich unterwegs in anderen Ländern, Mongolei, in China. Und in der letzten beruflichen Phase warst du Leiter der Neukirchener Mission und dann hier in der Allianzmission nach der Integration Teil des Leitungsteams. Warst verantwortlich unter anderem für das Thema Theologie und andere Themen auch. Das Ende war jetzt anders als geplant. Du hast eine ganz schöne Odyssee hinter dir, bist jetzt aber schon offiziell verrentet oder nicht? Nein, erst am 1. November. 1. November, okay. Also es dauert noch ein bisschen. Wer wissen will, was hat es mit dieser Odyssee auf sich, der kann Michael gerne fragen. Michael, so, ich weiß nicht, das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber wenn du die Karte jetzt eben gesehen hast und diese vier Puzzle, also diese Möglichkeiten, dann Puzzleteil hinzukleben, so mit Blick auf so eine neue Lebensphase, ist das, wie war das für dich? Wo hast du dein Puzzle hingeklebt? Ich habe es noch gar nicht geklebt. Und das ist vielleicht auch das, wo ich gerade drin bin. Es ist noch ein bisschen am Aussortieren. Mhm. Es ist noch kein klares Bild, aber ja, das wird sich ergeben. Ja, und Gott hat einen guten Plan für dich. Wie schaust du auf die letzten Jahre, die du ja auch stark mitgeprägt hast, im Sinne der Integration der Neukirchener Mission in die Allianzmission? Wie schaust du da zurück? Da gäbe es viel zu sagen, aber zusammengefasst würde ich sagen, mit einem Herzen voller Dank, dass wir das war ja so ein Verhältnis von 10-1, die Neukirchener Mission inkorporieren in die Allianzmission. Und ich denke, es war doch eine echte Win-Win-Sache, nicht von den Zahlen, aber von den Gestaltungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben haben, sowohl für die Mitarbeiter, für die Einsatzländer, für die Arbeiter vor Ort, für die Allianzmission, also von Herzen dankbar. Und damit bin ich auch in keiner alleinigen Blase. Das ist auch so bei den Mitarbeitern, dass sie verschiedentlich mir zurückgespiegelt haben, Mensch Michael, wir haben jetzt hier doch einen anderen Kontext, wir haben andere Inputs, das Ganze ist irgendwo in einem größeren Rahmen, ob es Heimataufenthalt ist oder wie Dinge auch gestaltet und organisiert werden. Also wir sind von Herzen dankbar, dass das so gelungen ist. Und wir sind von Herzen dankbar, dass wir dich hatten für die Zeit und dass wir weiterhin auch miteinander in Verbindung auch bleiben. Gott segne dich und euch als Ehepaar. Rechts neben mir steht vielleicht einer von den Leuten, von denen Thomas heute Morgen gesprochen hat, die treu im Hintergrund sind und nicht so oft auf der Bühne. Herbert Hornecker, vielleicht kennen viele von euch den noch gar nicht. Der war aber die letzten Jahre bei uns technischer Leiter. Er war zuständig für die internationale Arbeit, war stark engagiert. Schön, dass du uns diese Jahre geschenkt hast noch. Du warst vorher schon jahrelang Missionar in Tansania, hast das Gästezentrum da in Rehe maßgeblich mitgeleitet. Als du dann zur Allianzmission kamst, gab es irgendwas, was dir aufgefallen ist nach deinen vielen Erfahrungen, die du so mitbrachtest? Also ein Gedanke, der durch mein ganzes Leben ging, war: Begegnung ist Leben oder Leben ist Begegnung. Und ich habe das auch hier ganz stark erlebt, eine wohltuende, wertschätzende Miteinander. Und ich möchte einfach mal beispielhaft sagen, ich habe einen Albert erlebt, der die dienende Leidenschaft gelebt hat, so fast wie Jesus. Und das habe ich immer wieder gespürt. Ich habe einen Willi erlebt, der manchmal immer noch eine Meile draufgelegt hat und hat mir auch manchmal angespornt. Und bin auch manchmal an meine Grenzen gekommen, wo ich gemerkt habe, ich komme an meine Geduldgrenze, ich brauche Gelassenheit.
Und da hat mich auch Jesus geprägt, hat mir geholfen. Wenn man mit Migranten arbeitet, dann geht es nicht immer so ganz nach dem deutschen Muster. Dann muss man manchmal die Pläne Gott hinlegen. Ich habe gemerkt, Gott baut seine Gemeinde mit uns, manchmal ohne uns und manchmal auch trotz uns. Super, genau. Und das merkt man schon, wo sein Herz ist so. Der ist technisch total fit, aber sein Herz schlägt in der internationalen Arbeit. Und es ist total schön, dass du dich investiert hast da. Da warst du uns auch echt ein Vorbild und ein Vorreiter. Super, gebt ihm einen Applaus. David und Anita Schermann, eure Kinder sind noch im Kinderprogramm. Ich hoffe, denen geht's gut. Ja. Ja, genau. Ihr habt auch selber wie die Peachmans mitgearbeitet im Kinderprogramm. Großartig. Ihr wart 6,5 Jahre in Tansania und wir lassen euch wirklich auch ungern ziehen. Aber das ist jetzt so. Was vermisst ihr am meisten? Also ich vermisse am meisten die Menschen. Wir haben wirklich tiefe Freundschaften dort geschlossen in der Zeit und ja, einfach die einzelnen Persönlichkeiten, die einem wirklich zu Brüdern und Schwestern geworden sind, die vermisse ich. Ihr habt im Norden in Tansania auf der Gesundheitsstation in Matyazo gearbeitet. Genau. Was vermisst du am meisten? Ich würde sagen, so ein bisschen die tansanische Gelassenheit vermisse ich manchmal hier in Deutschland. Mhm. Also wir lassen uns sehr stark von einer Uhr stressen, wo in Tansania, wenn ein Gottesdienst eine Stunde später anfängt, das ist kein Weltuntergang. Bei uns wäre es ein Weltuntergang. Und diese Gelassenheit, die vermisse ich manchmal. Das ist vielleicht auch schon so eine Brücke. Was wünscht ihr euch, was möchtet ihr, wenn es möglich wäre, irgendwie konservieren an Erfahrung oder an Know-how, wo ihr sagt, das möchte ich unbedingt in die nächste Lebensphase hier in Deutschland mitnehmen? Wir haben in Tansania in einem recht abgelegenen Dorf gewohnt und ich habe dort immer wieder eine sehr starke Zufriedenheit erlebt. Trotz der widrigen Umstände, in denen die Menschen dort groß geworden sind, hatten sie eine sehr zufriedene Haltung und das wünsche ich mir für mich auch, dass ich das beibehalte. Ja, und ich fand einfach die Gastfreundschaft sehr faszinierend. Die Leute hatten kaum was, aber sie hatten immer offene Türen gehabt. Also selbst wenn sie Essen für die Familie gekocht haben und man kam spontan vorbei, dann hat eben jeder ein bisschen weniger bekommen, aber es war ein Muss, dass man immer freundlich mit Gästen umgeht und das will ich mir auch mitnehmen. Ihr werdet neu aufbrechen, jetzt nach Südhessen und werdet dort ein Gästehaus leiten oder ein christliches Gästezentrum. Gott segne euch für euren neuen Weg. Wir bleiben verbunden. Danke. Vielen, vielen Dank euch. Kurze Einblicke, mehr ist nicht möglich, aber große Geschichten, die Gott mit euch gemacht hat und die er weiter mit euch macht. Wir wollen für euch beten und gut und du tust es stellvertretend für uns alle. Ja, und wer möchte, steht doch gerne auf. Wir dürfen gerne unsere Hand ausstrecken und einfach gemeinsam für sie beten und unsere lieben Mitarbeiter segnen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen besonderen Tag. Wir schauen zurück und wir sind einfach dankbar für das, was du durch unsere lieben Missionare und Mitarbeiter in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten bewirkt hast. Und wir danken dir an dieser Stelle von ganzem Herzen für Anita und David Schermann. Wir danken dir für Michael. Wir danken dir für Jutta. Wir danken dir für Herbert, für Jodel und Simon mit ihren Kindern. Wir danken dir für Brigitte und Liching. Danke für das, Herr, was du getan hast. Du bist ein Gott, der so Großes bewirkt durch Menschen, die du berufst und die sich vielleicht manchmal gar nicht so fähig fühlen. Und du wirkst durch deinen Geist. Menschen sind zum Glauben gekommen oder wurden im Glauben ermutigt. Und da ist so viel gewachsen. Dir sei Lob und Ehre für alles, was passiert ist. Wir wollen dir aber die Einzelnen auch anbefehlen, mit ihren ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten und Fragen, die sie jetzt bewegen, wie es auch weitergeht. Zeige du die nächsten Schritte, Herr. Und gib du einfach Bestätigung durch deinen Geist, was für jeden Einzelnen dran ist. Da, wo sie neu an einem Platz ankommen, da beten wir um gute Beziehungen und wir beten, dass sie in von dir vorbereitete Verhältnisse reingestellt werden.
Und wir beten, dass du dieses Feuer der Liebe zu dir und zu den Menschen, die dich noch nicht kennen, immer wieder neu entfachst. In jedem einzelnen derer, die ja offiziell aus der RM ausscheiden, aber weiter als deine Kinder unterwegs sind. Und wir segnen sie in deinem Namen, Herr Jesus, und bitten dich einfach, dass du jeden Einzelnen beschenkst und dass du sie überrascht mit deiner Fürsorge und dass du jeden Einzelnen, da wo du ihn hinstellst, als Werkzeug in deiner Hand gebrauchst. Wir loben und preisen dich und beten dich an. Dir gebührt alle Ehre, Herr. Amen. 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 Auch für euch haben wir Blumen dabei. Und damit schicken wir euch sozusagen wieder. Moment, noch hier die Blumen. Jochen, du kannst ja helfen. Genau, hier noch ein Foto für das Familienalbum hier. Ja. Jochen ist schon weg, meine Hilfe ist weg. Hey. Gott mit euch. Ist nicht für dich, Jochen, gell? Da. Danke, hey, Gott mit euch. Danke. Bitte. Euer Applaus. Ihr könnt gehen. Ich darf ein Lied singen für auch zu der Stimmung meiner Kollegen. Also da bin ich schon, wenn ich irgendwann auch mal 40 Jahre, also Chapeau, das wirklich, also nach 2 Jahren war ich schon platt. Wirklich Respekt und das ist ein Vorbild für mich. Ich möchte ein Lied singen, das heißt Bei dir. Und das gilt für unseren gerade entlassenen Alumni und auch für jeden einzelnen von euch, dass da, wo Gott ist, da ist alles gut, wenn du bei ihm bist. Dein Wort reicht aus, wenn ich es hör, bin ich wieder zu Haus. Ein Wort von dir, du sprichst zu mir, und dein Friede ist hier. Wo ich auch stehe, spür ich deine Arme, die mich halten. In deiner Nähe gibt es keine Grenzen mehr. Bei dir bin ich frei, so frei. Bei dir darf ich einfach sein. Dein Wort scheint hell, wo ich auch gehe, zeigt es mir meinen Weg. Dein Wort regiert über die Welt. Und mein Herz triumphiert. Wohin ich auch gehe, es sind deine Worte, die mich leiten. In deiner Nähe gibt es keine Zweifel mehr. Bei dir bin ich frei. So frei bei dir darf ich einfach sein, ja, bei dir.
mich frei, so frei bei dir. Dir darf ich einfach sein. Dein Wort ist Liebe, die die Welt bewegt. Dein Wort ist Liebe, die niemals vergeht. Dein Wort ist Liebe, die die Welt bewegt. Dein Wort ist Liebe, die niemals vergeht. Bei dir. Amen. Hallo zum Freundestag. Ich bin der Thomas. Ich bin die Lina. Und wir sind hier in Paraguay Asunción. Wir möchten sehen, dass Menschen aus Armut in Freiheit, Kompetenz und Verantwortung kommen. In unserer Arbeit mit unter den armen Menschen erleben wir oft, dass die Menschen eine gewisse Opferhaltung eingenommen haben. Und ja, in 5 bis 10 Jahren sehen wir eigenständige Menschen, die ihr Leben führen. Sehen wir Menschen, die in Gemeinden gehen, integriert sind und an Jesus glauben und ihr Leben mit Jesus einfach führen. Wir sehen Kinder, die die gleiche Chance auf Bildung bekommen wie andere Menschen, die ökonomisch besser dargestellt sind, die ihren Abschluss machen können, die ein Studium beginnen können und so auch den Teufelskreis der Armut verlassen können. Wir sehen ein stabiles Team, die unterstützend da sind, in Jüngerschaft zu führen, sie auszubilden zu starken Leitern. Wir sehen, dass Beziehungen wiederhergestellt werden, dass Ehen sich entwickeln, dass Leute sich taufen lassen, dass Menschen eine Ehe eingehen. Wir sehen Jugendliche, die Perspektive haben für ihr Leben. Wir sehen Männer, die bereit sind, Väter zu sein für ihre Kinder. Wir sehen Familien und Einzelpersonen, wie sie Zugang haben zur medizinischen Versorgung. Wir sehen Menschen, die nicht nur Hilfsberufe ausüben, sondern Menschen, die in Positionen, in Leiterschaften, auch in Firmen arbeiten und gutes Geld mit nach Hause bringen. Wir sehen, dass Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für sich, ihre Familie und auch darüber hinaus. Und wir sehen Menschen, die Kinder Gottes sind und Liebe zu Christus haben. Schön, dass du da bist und viel Spaß beim Freundestag. Lieben Gruß aus Paraguay. Ciao, ciao. Ciao. Aus Paraguay sind wir wieder hier, zurück in Eversbach, aber Südamerika ist eigentlich schon das Stichwort, denn ihr seid bereit, ihr seid ready sozusagen. Ich komme auch aus dem Westerwald so ein bisschen, das hat man gerade gehört. Ja. Ihr seid auf jeden Fall bereit für Südamerika, für Brasilien, Samira und Tiag Krüsenberg. Ja. Warum Brasilien? Ja, also wir haben ja eben schon gehört, wir brauchen einander. Ich fand das total schön, das zu hören, weil das ist auch unsere Überzeugung. Wir können so viel von der einheimischen Kirche in Brasilien lernen. Ich glaube, das ist total wichtig. Und die Gegend, in die wir gehen, nennt sich Sertão und wird auch Armenhaus Brasiliens genannt. Und da gibt es einfach unglaublich große Herausforderungen, soziale Ungerechtigkeiten. Und die Gemeinden vor Ort wünschen sich Unterstützung. Und wir haben von Gott eine Leidenschaft für diese Gegend, für diese Menschen dort geschenkt bekommen. Und deswegen wollen wir gern da unseren Beitrag dazu beigeben und erleben, wie Gott im Sertão wirkt an den Menschen. Du hast ein bisschen schon so Einblick gegeben in euer Herz. Tiag, was würdest du sagen für dich? Wofür schlägt euer Herz
Was ist so vor dir jetzt, wenn du an den Satau denkst? Uns begeistert so sehr, dass Mission Teilhabe an Gottes Reich ist und das weiterzugeben und dazu einzuladen, das lieben wir. Und ich persönlich habe es als so bereichernd bei mir empfunden, dass es Menschen gab, die in mich hinein investiert haben und die mehr gesehen haben in mir. Und das wollen wir gerne weitergeben. Super. Wir machen erstmal weiter mit Steffen und Anna. Jawohl. Anna, schön, dass du hier heute da bist. Die zweite Hälfte fehlt noch heute, dein Mann Josias. Du warst für die letzten 3 Jahre Teil vom Go Global Team. Also alle Shorties, die ihr irgendwo seht, haben Zeit mit Anna gehabt. Meldet euch mal kurz, wo seid ihr? Shorties, ehemalige Kurzzeit, jawohl, sehr schön. Und hast dich dort einfach investiert. Und eure Zeit hier, die geht zu Ende, aber ihr reist richtig weit und zwar Richtung Süden. Nimm uns mal rein, wohin ihr reist und was sozusagen euer nächster Step ist. Wir sind sehr weit gekommen nach Karlsruhe. Yes! Also als Nordlichter schon so weit gekommen. Ja, wir sind jetzt in Baden-Württemberg. Und mein Mann und ich, wir gründen gerade gemeinsam mit 4 starken Partnern der Allianzmission der Theologischen Hochschule in Ebersbach, der FEG Karlsruhe und dem FEG Bund ein Jüngerschaftsprojekt. Ein Projekt für junge Menschen in Deutschland, für Deutschland. Wow. Wie viele Leute sind dabei? Was plant ihr? Und was ist so dein Herz für diese jungen Menschen? Was soll in diesem Jahr, wo sie nachher in Karlsruhe mit euch unterwegs sind, passieren? Etwas, was mich gerade total inspiriert, und zwar, wir sind schon ein bisschen jetzt seit gestern hier mit jungen Leuten unterwegs und Oskar war schon gestern für einen Input bei uns und er hat über die angstvolle Generation geredet, the anxious generation. Alle Studien sagen aktuell, das ist eine angstvolle Generation, dass wir haben Angst davor, irgendwie in der Rente nicht genug Geld zu haben, vor Weltkatastrophen und so weiter. Und wir wollen ermutiger sein. Wir wollen ermutiger sein für junge Menschen, mutig zu ihrem Glauben zu stehen, ausgerüstet zu werden, theologisch, und sie auszusenden in Kirche für Kirche in Deutschland. Wow. Das ist unser Anliegen. Vielen Dank. Ich komme mal zu dir hier. Yes. Mirjam, ihr seid befreundet, Samira und Tiag, ihr geht gemeinsam nach Brasilien, auch habt ein gemeinsames Herz für den Satau, so dieses Armenhaus von Brasilien, wo wir zusammen mit unserem Partner eine neue Arbeit letztendlich auch starten werden mit euch. Ich will mal bei dir einen kleinen anderen Akzent setzen. Manchmal fragt man sich ja so, Leute sitzen jetzt hier, ja, wie kommt denn das, dass du jetzt hier vorne stehst, was hat da Gott getan, was musste er tun, dass du jetzt hier bist und sagst, jetzt geht's bald los und ich möchte mein Leben wirklich bewusst für zumindest die Phase, die jetzt vor mir liegt und die ich übersehen kann, einbringen in eine interkulturelle Arbeit. Wie ist das geworden, was ist da passiert? Ich wurde neulich in der Gemeinde gefragt, ob ich so einen bewussten Berufungsmoment hatte oder ob das so in meinem Leben gewachsen ist. Und ich habe als Antwort gegeben, sowohl als auch. Also meine Geschichte mit Brasilien ist schon relativ lang. Ich war als Kind das erste Mal dort, habe mich dann während meinem Studium entschieden, dort 2 Mal ein Praktikum zu machen und habe einfach erlebt, wie mit der Zeit mein Herz für Brasilien immer mehr gewachsen ist, meine Leidenschaft immer mehr gewachsen ist. Und gleichzeitig aber auch erlebt, wie Gott immer wieder auch in mein Leben gesprochen hat, entweder er selber oder durch andere Menschen, und ich dadurch immer mehr so eine Sicherheit gekriegt habe. Mhm. Und dadurch würde ich sagen, war es so ein langsam schleichender Prozess mit immer wieder schönen Momenten, die das Ganze gestärkt haben. Mhm. Cool. Wie intensiv hat da Gott arbeiten müssen auf einer Skala von 1 bis 10? Was würdest du sagen? Zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich arg. Manchmal im Minusbereich, das ist einfach nur, ich hatte Lust. Ja. Und manchmal dann doch auch echt, dass ich drum gerungen habe und immer wieder Frieden und Ermutigung brauchte auf einer 8 oder so. Mhm. Also echt je nach Lebensphase, je nachdem, wie es mir auch gerade damit ging, sehr unterschiedlich. Mhm. Ja. Wann geht's für dich los? Wann geht's für euch los? Für uns alle am 20.08. haben jetzt letzte Woche Flüge gebucht und freuen uns sehr. Yes. Und ihr habt auch einen Fanclub mitgebracht, oder? Yes. Da ist der Fanclub. Jawohl. Yes. Schön, dass ihr da seid. Und es sind auch noch andere, die wir ausgesendet haben, die jetzt heute hier nicht sein können, die schon den Flug hinter sich haben. Oder auch viele Missionarinnen und Missionare, die aktuell in Deutschland sind und auch wieder kurz vor der Ausreise stehen. Alle
die wollen wir einschließen in unser Gebet. Wir wollen beten für euch. Steht doch gerne dazu auf. Wir wollen auch anschließend ein Lied zusammen singen, ein Segenslied. Und wir laden euch ein zu beten. Jesus, wir sind hier und wir wollen wirklich auch mit dieser Perspektive, dass Menschen bereit sind zu gehen, wollen wir uns hinter sie stellen. Wir danken dir von ganzem Herzen für Miriam, für Tjerk, für Samira, dass du ihr Herz ja, nach Brasilien geschickt hast und sie jetzt nachkommen, weil dort dein Herz schlägt. Wir wollen sie segnen. Wir wollen ihnen Mut und Zuversicht zusprechen, wollen ihnen Gesundheit zusprechen, wollen ihnen Vertrauen in dich zusprechen und dass sie diese Erfahrung machen, dass du schon längst dort bist, weil dein Herz für die Menschen vor Ort schlägt. Schenke ihnen gutes Ankommen, ein gutes Einleben, aber auch ein gutes Abschied nehmen jetzt hier in den letzten Tagen, die noch auf sie warten. Und Vater im Himmel, wir wollen dich auch bitten für Anna und Josias. Wir wollen dir Danke sagen für ihr Leben, für das, was sie schon in junge Menschen investiert haben in den letzten Jahren. Wir wollen sie segnen, dass du in Karlsruhe, in der Ortsgemeinde, mit den verschiedenen Partnern gemeinsam, dass du Menschen formst durch sie und durch ihren Invest. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der die nächste Generation unendlich liebt. Und danke, dass wir diesen Fokus heute auch setzen dürfen. Dass wir wirklich gesandt sind, auch in die nächste Generation zu investieren. Und so bitte ich dich um deinen Segen. Und da, wo du jetzt stehst am Platz, lade ich dich ein, einfach nochmal eine Zeit zu nehmen, für dich selber einfach zu segnen, zu beten. Wir haben schon viel gehört, wir haben verschiedene Personen gesehen. Und betet einfach eine Zeit für euch vor Ort. Und dann werden wir das Ganze, Thomas wird das beenden, dieses Gebet. Und dann werden wir ein gemeinsames Lied singen. Herr, wir schließen in unser Gebet auch all die ein, die gerade in Deutschland sind und deren Wiederausreise auch gerade kurz bevorsteht oder in den nächsten Wochen und Monaten bevorsteht. Herr, segne sie durch die Zeit hier in Deutschland und segne sie in der Vorbereitung auf ihre Wiederausreise. Und euch miteinander, der Herr, euer Gott, er segne euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch. Und schenke euch seinen Frieden. Amen. Amen. Lass uns jetzt beim letzten Lied nochmal Jesus alle Ehre geben. Lass uns nochmal eins machen, unsere Stimmen erheben. Er ist hier. Lass uns proklamieren für den König. Alle Ehre sei nur ihm allein. Für den König. Für den König, für den Herrn, für den Geber, der uns hält. Seine Ehre, unser Ziel, nichts bedeutet uns jemals so viel. Für den König, für sein Reich, alle Menschen sind hier gleich. Lamm und Löwe sind vereint und das Licht der Gerechtigkeit scheint. Yeah.
unsere Freiheit garantiert und zum Schutz unsere ganze Magie. Lasst uns ihm gemeinsam singen! Alle Ehre, König Jesus, unsere Herzen, sie fliegen dir zu. Wir erheben deinen Namen, der allein wahre König. Sing das doch mal! Jesus. Danke euch. Setzt euch gerne noch für einen Moment hin. Ihr habt sicherlich mitbekommen, die Kinder sind hier und auch für die können wir einen riesen Applaus geben. Yes. Hattet ihr einen guten Tag? Wer hatte alles einen guten Tag? Alle mal Daumen hoch. Nice, ich sehe ganz viele Daumen oben. Richtig schön, dass ihr jetzt auch hier seid, dass wir zusammen hier den Abschluss machen können. Mega, mega. Wir haben noch ein paar Ansagen, aber vorher möchten wir noch zwei tollen Leuten Dankeschön sagen. Roland Werner und Oscar Murillo, please come up front. We would love to say thank you to you for your ministry. Thank you that you... Yes, please. And again, a strong Ebersbach Applaus for you, both of you. Ein letzter für die beiden. This is for you, Roland. Thank you. And this is for you. And thank you very much for your ministry to stay here. Danke, dass du hier warst. Oscar wird uns gleich noch den Segen zusprechen, das Schlussgebet dieser Veranstaltung sprechen, aber vorher haben wir noch ein paar Dinge für euch. Ich finde so großartig die Vorstellung, dass mit all den Puzzleteilen, die hier im Raum verteilt sind, wir so einen Globus, den wir hier sehen, zusammenbasteln könnten, wenn wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Die Zeit nehmen wir uns nicht. Ihr habt vielleicht euer Puzzleteil an den Ort gestellt, aber auch da ergibt es ein großes Ganzes, ergibt es ein Bild und ich darf euch wirklich ermutigen, da ins Gebet zu gehen, da nochmal drüber nachzudenken. Danke da auch jetzt schon für eure Entscheidung, wenn wir da jetzt auseinandergehen. Aber wir können connected bleiben, wir können verbunden bleiben und zwar könnt ihr uns auf Social Media folgen, auf Instagram. Ihr könnt gerne unseren Podcast hören oder auch das Ganze im visuellen Bild sehen. Wir haben ein Weltbewegerformat, das ihr auf YouTube und auch auf BibelTV finden könnt, wo es wirklich 1A hochwertige Eindrücke in die weltweite Arbeit der Allianzmission vor Ort gibt. Und spätestens sehen wir uns dann beim Freundestag im nächsten Jahr, am 24.05.2025. Aber ich als Studentin der Theologischen Hochschule kann euch wirklich sagen, ihr seid hier ganz herzlich willkommen. Das ist ein besonderer Ort, ein Ort der Freude und ihr seid jederzeit ganz, ganz herzlich willkommen. Und vielleicht ist es bis dahin, bis zum nächsten Freundestag, Zeit für dich oder es ist dran für dich, Schritte zu gehen. Die Reaktionskarte kann euch dabei helfen, euch daran zu erinnern, was ihr vielleicht in eurem Herzen oder in eurem Verstand heute festgemacht habt. Lasst uns das nicht vergessen. Der QR-Code, dahinter verbirgen sich auch noch verschiedene Möglichkeiten, Optionen. Beten, gehen, geben und bewegen. Also herzliche Einladung, da nochmal zu stöbern und dem noch ein bisschen nachzugehen. Der Tag,
hier in Ebersbach ist noch nicht zu Ende, sondern draußen gibt es jetzt gleich noch natürlich Kaffee und Kuchen. Um 19 Uhr startet hier nochmal das Megakonzert mit Könige und Priester. Yes, yes. Und ihr könnt noch Tickets bekommen an der Abendkasse oder hier am Infopunkt. Das heißt aber auch, dass von jetzt 16:30 bis 19 Uhr nicht mehr allzu viel Zeit ist. Deswegen nach der Veranstaltung jetzt laden wir euch ein, den Saal hier zügig zu verlassen, weil die Techniker entsprechend alles vorbereiten müssen für den Umbau, damit wir um 19 Uhr starten können, ein super Konzert haben und dann um 21 Uhr, wer noch möchte, kann gerne bleiben hier zum Public Viewing, dann Dänemark gegen Deutschland. Wie ist dein Tipp? War der auch was? Ja, weißt du, meine Familie ist Schwweizer. Also ja, ich muss eigentlich schon um 18 Uhr schauen. Ja, okay. Ja, also die Familien-WhatsApp-Gruppe, okay. Die ist dir da sei immer. Verziehen. Ja, genau. Was ist dein Tipp? Ja, ich schätze, also hoffen wir mal auf Deutschland 2-1. 2-1, was okay. Was schätzt du? Ja, ich sag mal 2-0. Müssen wir noch tippen? Okay. Ja, 2-0. Schauen wir mal. Was okay, wird? Genau. Also dann haben wir alles gesagt. EM, Konzert, Karten, schnell raus. Oskar, nach vorne bitten steht hier noch. Oskar, bitte, please come up front and you have asked me to read 2 verses. Yes. Ich möchte 2 Verse vorlesen, bevor dann Oskar mit uns betet. Und dieses Gebet ist dann wirklich der letzte Punkt in diesem Nachmittag von hier vorne. Wir sagen jetzt schon Tschüss, Gott segne euch und ich lese vor aus Markus 10, die Verse 29 und 30. Jesus antwortete: Ich versichere euch, niemand bleibt unbelohnt, der um meinetwillen und um die gute Nachricht weiterzusagen, etwas aufgibt. Wer dafür irgendetwas zurücklässt, Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Felder, wird das Zurückgelassene 100-fach neu bekommen. Zunächst noch in dieser Welt, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Felder, wenn auch mitten in Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Bitte steht auf, wir beten. Father, those words were said of those who would go out in the name of the Lord Jesus Christ. They were your words of promise. That your gratitude would be such that you would bless those who go. And today we have seen those who have gone out in years past, serve faithfully even up to 40 years in different parts of the world and come back. And we have seen those who are going out anew and will begin to serve, whether it's in Brazil, in South Germany, or in some other place. And we celebrate them. But those words in the book of Mark in chapter 10 were said to of all your children who are called by your name. And each one of us here is a missionary to this generation. Whether we go to other parts of the world or stay in Germany, each one of us has been called to go and preach the good news and to make disciples. And our mission remains as long as you have us here on earth. We will know that our mission is done when we die and we come into your rest. And so we pray for everyone in this room, everyone who professes Christ as their Savior, that we would take on the mind of Christ as is given to us in Philippians chapter 2.
that we would not consider equality with God Himself, with the peoples of this world, with the comforts of this world, but that we would take on the very nature of a servant, and that we would humble ourselves and be obedient till death and to death, even if we have to suffer and to pay a price. As we come to the end of this day, there is much that has been fed into our hearts. And in many different ways, through the songs and through the testimonies and through witnessing the work that is going on around the world, and through those who have spoken to us, we have heard the voice of God. And our prayer, Lord, is that we would be obedient, that none of us would take on the shadow mission of this world to pursue a comfortable but meaningless life where we do not witness about Christ, that none of us would be entitled to feel that we have done enough and we deserve to rest. Our rest is in heaven, not here. This world is not our home. This world is our mission. And so strengthen us. May what we have heard today feed us and fuel us to be missionaries to the world wherever God has placed us. And we say, thank you, Lord. Thank you for today. Thank you for the things that we have heard. Lead us in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.